Elite von morgen ihre visionären Ideen für den Sozialismus der Zukunft entwirft. Knuffel! Knuffel, riech einmal in den einmal rein, Knuffel. Riech einmal da einmal. Schwenken. Also schwenken wir zuerst einmal, schwenken wir und Doscha. Schlieren. Guna, Olfaktor. Gehen wir noch einmal. Ja, wurscht. Wurscht. Fons. Auf uns. Knofer, Fons. Brussa. Dreiundachtzig war alles vorbei. Naja, das kannst du so nicht sagen. 83 war alles vorbei, hörst. Der Alte war weg und die Roten waren zum Vergessen. Naja. Lass da jahrelang herumexperimentiert, dann hast du wahnsinnige Probleme gehabt mit dem Klima. Also, 83 ist alles in Bach gegangen. Wie es vom Alten das Grafel übernommen haben, haben sie keinen gescheiten Rotwein mehr zusammengebracht. Der 82er Chateau-Canet ist der Letzte, das du saufen kannst. Ja, stimmt schon. Nicht? Alles, was für die früher gestanden sind, ist heute komplett verwässert. Ne? Das ist traurig eigentlich. Ne? Du, eine lustige Geschichte aus der Politik. Ne? Ja, reden wir von was Erfreulicherem. Das heißt, ich letztens draußen gewesen im Restaurant von der Lidl Wagnerbacher in der Wachau. Weißt du? Am Nebentisch huckt die ganze schwarze Partie. Weißt du? Der Bröll, der Mörwald war dabei, die halberte Kiesunion, die ganze Reifeisenpartie mit samten Konrad. Da geh ich schon lange nicht mehr hin. Ja, aber das Essen ist leid. Man muss Opfer bringen. Ja, das stimmt. Aber, ne? Ja, weißt du, zuerst haben sie groß getönt, die Schwarzen, meine Herren, heute trinken wir ein paar da. Dann haben sie eine halbe Stunde die Weinkarten zerfledert und was glaubst du, was bestellt haben? Was? Ein Chateau Petrus 1991. Nein. Ja. Das 91 war ein Pomerol total zum Vergessen. Ach, ja. Soll ich dir noch was sagen? Weißt du, was gebackt haben für die Flaschen? 680 Euro. Na! Das gibt's, Alter. Verstehst du? Die Wappler, mit solchen Koffern sollen wir eine Koalition machen. Ja, bitte. Vergiss es. Gieß es. Aber das Beste kommt ja noch. Ich sitze die ganze Zeit daneben, was der mit einem Pokerfest. Ne? Wie ist das? Nichts gesagt. Kommt da schon mit Lee, was der Gerhard, der kleine der Gestauchte. Ja, kommt da mit der Weinkarte in der Hand, sage ich zu ihm, Gerhard. Ich hab das nicht laut gesagt. Aber was der so mit ruhiger, kontrollierter Stimme, so dass die Schwarzen am Nebentisch jedes Wort haben hören können. Ne? Sage ich zu dem Sommelier, Gerhard. Ich brauch gar nicht in die Karten schauen, ich nehm den Chateau Latour 1990. Um 500 Euro, den. Um 500 Euro? Bitte, das ist ein Geschenk! Absolut! Das ist ein Jahrhundertwein! Soll ich dir noch was sagen? Es war die letzte Flasche, die sie im Keller gehabt haben. Ja! Das ist ein Wahnsinn! Das Solette ist ein Wahnsinn! Ja. Super, ne? Bitte, da jammern soll aber bei uns. Man kann nichts machen gegen die ÖVP in Niederösterreich. Es geht nichts. So muss man's machen. Man muss eine sozialpolitischen Maßnahmen ein bisschen gezielt einsetzen, dann kann man das alles so erinnern, auch international gesehen. Was meinst du? Was haben wir gemacht auf die Dauer des gesamten Irakkrieges damals bei unserer JG-Sitzung? Nämlich eisern haben wir das durchgezogen. Was? Amerikanischer Wein? Nein, danke. Aber die kalifornischen Gewässer, die kannst du eh nicht mehr saufen. Sind derartig überzüchtet. Was sollst du dazu essen? Das ist mein Lebensproblem, genau. Ja. Gerade beim Essen kann man nämlich gegensteuern im Sinne der Sozialdemokratie. Das ist doch alles eine Sackgasse, wo wir uns befinden. Absolut. Die Gänseleber auf dem Kaviar drauf, den Hummer unten drunter.
das Ganze in einen Tempura-Teig. Aus, genug bitte. Umdenken, zurück zu den Basics. Meine Rede. Also, meine Rede. Das Perverse ist, man muss ja wieder draufkommen, wie gut was schmecken kann. Hast du ja mal nichts gemacht, eine einfache Scheibe Schwarzbrot? Was? Nicht wie lustig auf deine alten Tage, hörst du? Ein Vollkornbrot, ein ganz einfacher Landbutter drauf, 4 bis 5 Esslöffel Kaviar, aus, ein Gedicht. Ja. Ein Gedicht. Ja, das ist das, was ich immer sage, da musst du halt erst wieder ein Bewusstsein schaffen bei den Leuten. Na, ne? Sicher. Du, aber da leistet der Gusi hervorragende Arbeit. Gott sei Dank. Da leistet er hervorragend. Das Kochbuch, was da ausgegeben haben mit den Rezepten. Na. Busse. Da war auch ein Rezept von mir dabei. Ich weiß, Knopfer, Zwickerbusse. Nein, weißt du, was leibend ist bei den Rezepten? Die sind so einfach. Ja, basic. 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 Verstehst du? Nicht mit irgendwelchen überzüchteten Riesen-Jumbo-Brons, nichts. Was weiß ich, mit einem ganz ehrlichen, handgefangten Thunfisch. Ja. In einem Erdnuss-Lemongras-Mantel. Ich weiß. Ein bisschen Balsamico-Senfsoße. Wunderbar. Du, apropos Riesen-Jumbo-Brons. Mouillet. Die hat der Gera jetzt auf der Karten. Was im Korso? Ja, nein. So einen leichten Muschelsud. Mit ein bisschen ein Trüffelrisotto. Nicht blöd. Und ausschenken tut er dazu einen 92er Bienvenue par Dame Orange von Le Fleuve. Um 11 Euro. So. Das Glas um 11 Euro. Das ist ja total unterkalkuliert. Das ist sicher. Na, was ist? Schauen wir noch hin. Zahlen! Oh, weh.